Alter. Ich würde jetzt nicht auf den letzten Meter bremsen, aber der hat auf jeden Fall gut Grip, ne? Achtung, Autoverkehr hier, aber frei im Moment. Herrlich! Ab jetzt an der Isar und jetzt bis zum Isar-Ursprung hoch. Geil. An Tag 2 des Transalps 2022, Hallerangerhaus, kurz vorm Aufstieg auf das Lafatscher Joch.
Bei mir geht nichts mehr. So, kurzer Check wegen Weg. Gequert. Innsbruck. Da hinten rechts ist unser. Ganz schön verkalkuliert. Das ist hier unser Rettungsanker. Weidener Hütte. Weiter hoch können wir heute wahrscheinlich nicht. Wir lassen das mal lieber. Sag ich mal so. Das wird lustig. Was für eine Quälerei. Steffen wieder am Kämpfen hier. Wahnsinn, der Junge hat Energie, da kann ich nur von träumen. Wahnsinn. Aber guckt euch das an. Da oben ist der Pass. Thank you.
sehen, dass wir hier weg können. Dann müssen wir operativ hier irgendwie weitermachen. Nochmal nicht, Alter. Jetzt sind wir wieder oben, haben ein bisschen Beschmu gemacht. Jetzt geht's Richtung Fitscher Joch. Wir haben uns von einem Taxi hier hochfahren lassen, vom lieben Olli. Ach, herrlich. Den werden wir nie vergessen, der hat uns heute den Arsch gerettet, sonst hätten wir das Ganze aufgrund der Anstrengung und der Zeiteinteilung nie geschafft. Da hinten geht's rauf, wieder in den Schnee. Gott sei es gedankt, hat man schon lange nicht mehr. Wir haben Sonne. Wir sind mittlerweile unschwer zu erkennen wieder jenseits der 2000er Marke. Noch etwa 200 bis 250 Höhenmeter zu gehen. Schneewehen sind langsam wieder erwähnenswert. Herrlich, hä?
bin schneeblind. Herrlich, hä? Meter, kurz unterhalb von Fitscher Joch. Da geht's hinauf.